Vielleicht ein bisschen über meine Persönlichkeit. Igor Lorenzin, der Name ist vielleicht so ein bisschen verwirrend. Igor klingt mehr russisch, Lorenzin klingt mehr so italienisch. Und tatsächlich komme ich aus der Nähe von Italien, Kroatien, ein schönes Urlaubland, war aber nicht immer sehr schön. Ich musste in 90er Jahren, als ich mein Abitur geschafft habe, aus dem Land flüchten, weil es eben Krieg gab in ehemaligen Jugoslawien. Und so bin ich nach Deutschland gekommen, um mein Leben zu retten, um nicht also ins Militär eingezogen zu werden, bin ich nach Aachen gekommen. Dort gab es eine Familie, die mich untergebracht hat. Und ich konnte dort ein bisschen Geld verdienen mit der Idee, ich will studieren. Ursprünglich wollte ich Zahnmedizin studieren. Also als Adventisten, wir sind gerne so im Bereich Medizin. Und ich habe mir gedacht, naja, die Zahnärzte, die verdienen viel Geld. Ein gutes Beruf, oder? Aber diese ganzen Kriegsereignisse, was ich so miterlebt habe und mitgehört habe, also meine Freunde haben ihre Eltern verloren, Eltern haben Kinder verloren in dem Krieg. Der beste Freund meines Vaters, er hat in München sein Arbeitsleben verbracht, hat ein Haus seinen Eltern in Bosnien gebaut und dann sind Armeen gekommen in dem Gebiet. Armeen haben sich dort ausgewechselt und man weiß nicht, welche Armee hat das Haus angezündet, die Eltern umgebracht, seinen Bruder umgebracht. Und der Mann stand ohne was in seinem Leben, hat ganzes Leben lang investiert dort und nichts ist geblieben. Und ich habe mir als Teenager habe ich mir gedacht, ich will nicht mein Leben in solche materielle Sachen investieren, dass ich irgendwas baue, was dann irgendwelche Armeen zerstören können. Ich will etwas Ewiges bauen, was man nicht zerstören kann. Und so habe ich mich für das Wort Gottes entschieden, für die Theologie. Eigentlich, mein Vater ist auch ein Pastor, arbeitet noch immer in einem Bezirk, will nicht in Ruhestand. Also das ist seine Berufung. Und ich habe schließlich erkannt, also alle anderen Sachen und Möglichkeiten, die man im Leben hat, die sind alle wahrscheinlich gut, aber es gibt etwas Besseres. Wenn man in das Wort Gottes investiert, dann gibt es einen ewigen Segen. Und von diesem ewigen Segen will ich euch heute Morgen berichten.